Ja, hallo, ich begrüße euch heute hier aus Hainburg. Ich möchte eine Kanutour machen auf der Donau. Heute erstmal von Hainburg bis nach Bratislava. Da mache ich dann meine erste Übernachtung. Ja, und morgen geht es dann weiter. Kurz hinter Bratislava zweigt dann die kleine Donau ab, die Mali Dunaj. Die möchte ich fahren. Ich habe ein paar Tage Zeit. Weiß noch nicht, wie weit ich komme. Muss ich mal schauen. Also mein kleines Ziel ist schon die Mündung in die Waag, also bis dahin möchte ich schon kommen. Ja, das Boot ist dabei gepackt und dann machen wir jetzt mal los. Ah, ich freue mich schon. Ich habe das vorhin schon gesehen, das sind hier solche Buhnen. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, man weiß ja nie, wie tief das ist. Ja, selbst hier auf so einem großen Fluss, da muss man aufpassen. Der erste Höhepunkt auf meiner Donautour. Das ist vor uns diese imposante Burg Devenski Rai. Und da an der Burg, da fließt dann die Mach in die Donau rein. Da ist die Machmündung. Hier vorne ist auch wieder so ein Ding. Ja, da muss ich aufpassen. Mit den Buhnen, das ist nicht ganz ohne hier. Als ich hier vorne um die Ecke gekommen bin, da habe ich schon das weiße Glitzern von der Burg in Bratislava gesehen. Das soll heißen, ja, ich bin jetzt gleich da. Zostawiam wyjście. Nie mam na ciemnocie wróżkę. Otwieram je pan. Bratislava liegt jetzt so langsam hinter mir und ja, da vorne ist dann so eine kleine Hafeneinfahrt, da muss ich rein und da muss ich dann umtragen. Da ist ein Wehr und nach dem Wehr geht es dann endlich auf die kleine Donau.
So, das ist das Wehr und dahinter beginnt dann die kleine Donau. Wollte noch was dazu sagen, der Steve, der hat so eine interaktive Karte und da kann ich jetzt genau schauen, wie ich jetzt umtragen muss. Die Verlinkung, die mache ich auch unten rein, also das ist eine super Sache. Da sind Einkaufsmöglichkeiten drauf, Zeltplätze und so ein Zeug. Also wird mir sehr helfen, das Ding. Danke, Steve. So, dann fangen wir mal an, den ganzen Kram da umzubuckeln. Schöne Strömung, geil. Ja, die Strömung, die ist jetzt hier fast null, also ist fast nicht mehr viel da. Das kann sein, in ein paar Kilometern kommt dann das erste Wehr. Das kann sein, dass es vielleicht damit zu tun hat. Und die nächste Ortschaft ist dann Salesi Domčeki. Keine Ahnung, ob das so richtig ausgesprochen wird. Und dort werde ich dann auf jeden Fall auch erstmal meine erste große Pause machen. Ja, es ist passiert, was passieren musste. Ich bin beim Einsteigen, ja, auf Deutsch gesagt, weggerutscht und bin mit dem ganzen Kahn umgekippt. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Die Kamera, die ist zwar wasserdicht eingepackt gewesen, aber das externe Mikro weiß ich nicht, ob es das überlebt hat. Deswegen filme ich jetzt nur mit der Sony 3000 und ich hoffe, dass der Ton einigermaßen verständlich ist. Ja, dafür will ich mich schon mal entschuldigen, aber ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. Ich muss jetzt aufpassen, dass mir sowas nicht nochmal passiert, sonst ist die Kamera dann auch hin. Geil, hier geht's mal richtig ab. Noch ein bisschen aufpassen, nicht dass hier irgendwo ein Baum drin liegt. Die kleine Donau, die ist jetzt hier ein kleines bisschen breiter geworden, aber weiter oben, da waren sogar so Fließstrecken drin. Also es hat richtig Spaß gemacht, wo man mal ein bisschen kämpfen musste. Und ja, jetzt ist es ein bisschen eintönig. Ahoi. Ahoi. Ahoi.
So, ich bin jetzt vom Zeltplatz mal weggefahren. Und ja, ich weiß an sich auch noch nicht so richtig wirklich, wo ich jetzt hin will. Im Prinzip einfach nur geradeaus, aber nee, nachher kommt noch eine Umtragung und die will ich auf jeden Fall noch hinter mich bringen. Nur ein bisschen Obacht geben, hier sind überall solche Leinen gespannt. Also hier an der Mali-Donau, da gibt es sehr viele Angler. Da muss man ein bisschen aufpassen, nicht dass man da in so ein Ding reinfährt. Also die Strömung, die ist ja fast null, wie man sieht. Und das merke ich auch. Also ich tue mich heute viel schwerer als gestern, wo noch richtig Strömung da war. Ich bin jetzt so kurz vor dem zweiten Wehr, was ich dann umtragen muss. Das ist das zweite und auch das letzte Wehr. Danach habe ich freie Fahrt bis an die Wagmündung. Wo ich in Ungarn auf der Moschoni-Donau unterwegs war, ja, da habe ich solche Mixgetränke, gab es da zu kaufen, von Moschoni oder Moschodi oder wie das hieß. Das habe ich geliebt, das Zeug. Das gab es in verschiedenen Ausführungen. Und ich habe hier auch sowas entdeckt, vorhin in der Pizzeria. Habe ich noch nie getrunken. Pomelo. Da bin ich gespannt, was das ist. Das hauen wir uns jetzt mal rein. Zur Feier des Tages. Prost auf euch alle. Der erste Schluck ist ungewohnt, aber ja. Kann man trinken. Und sehr erfrischend, also ist wirklich sehr gut. Schaut ein bisschen aus wie im Spreewald, oder? Ja, ich habe jetzt hier ein Lager gefunden, obwohl das auch nicht ganz ideal ist. Es ist relativ nah am Wasser und überall, wo Wasser ist, sind auch Mücken. Also mich hat es vorgestern schon so zerstochen. Ich habe mir jetzt mal ein kleines Feuer gemacht, mal sehen, ob ich die Viecher damit vielleicht vertreiben kann. So, ich bin jetzt kurz vor der Mündung, wo die kleine Donau in die Waag mündet. Da möchte ich mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, so nach 122 Kilometern hier auf der Mali-Donau. Kurz hinter Bratislava, da hat die Donau so richtig schöne Strömung gehabt, da bin ich super weggekommen. Das ist dann mit der Zeit dann ein bisschen anders geworden, so wie jetzt, wo du fast gar keine Strömung mehr hast.
Aber wenn man Zeit hat, dann ist es auch kein Problem. Die Ausstiegsstellen, also die sind teilweise für mich katastrophal. Deswegen hat es mich ja da auch erwischt, da in Flicki, wo ich dann beim Einstieg gekentert bin. Nach der Mündung nachher, da geht es dann weiter auf der Waag Richtung Donau. Und da muss ich mal sehen, wie weit ich da heute noch komme. Da werde ich dann nochmal ein Lager machen und dann morgen dann auf die Donau fahren und dort in Ungarn dann wieder aussteigen. Ich bin jetzt regelrecht vor meinem Camp geflüchtet, weil mich haben gestern und heute früh die Mücken dermaßen traktiert, dass das nicht mehr feierlich war. Also es war das schlimmste Camp, was ich je hatte. Also okay, ich fahre jetzt die 14 Kilometer Richtung Donau. Ja, und dann fahre ich noch 3 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Und dort steige ich dann aus und fahre wieder nach Hause. Geschafft! In Bratislava aus der Donau raus und hier in Komárom wieder rein. Ja, nach 155 Kilometern geht jetzt meine Tour jetzt wirklich langsam zu Ende. Ich habe noch 3 Kilometer bis nach Journey. An dieser Stelle muss ich mal ein ganz großes Dank loswerden, und zwar an Steve. Ja, er hatte mir seine Internetkarte zur Verfügung gestellt über die kleine Donau. Und er hat mir ab und zu mal den Arsch getreten, wenn es mal wirklich ein bisschen, ja, nicht so gut lief. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, und das war wieder ein totales Erlebnis für mich. Ja, und wir sehen uns dann irgendwann und irgendwo im nächsten Video dann wieder. Servus, euer Ingo.